Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Spiel auf diesem Kanal. Und zwar geht es jetzt um The Colonist. Wir starten im zweiten Level. Das erste Level interessiert uns nicht. Das ist ein reines Tutorial gewesen. Das sollte jeder schaffen und da gibt es auch keine Auszeichnung. Wir werden natürlich wieder auf die maximale Möglichkeit spielen, sodass wir den höchsten Erfolg hier auch in diesem Level bekommen. So, das Tutorial geht hier minimal weiter. Das ist ein bisschen schlecht, aber schauen wir mal. Ich bin mit der Steuerung noch nicht so ganz confirm, bin ich ganz ehrlich zu euch. Das erste Gebäude müssen wir noch setzen, so wie es vorgesehen ist. Und hier werden wir dann auch direkt mal, ihr werdet merken, ich muss immer mal wieder gucken, wo denn genau die Baumenüs waren. Straße. Das Spiel macht echt mega Laune, auch so, wenn man es nur just for fun ein bisschen spielt. Aber ihr werdet auch relativ schnell jetzt merken, dass es da einige Punkte gibt, auf die wir auf jeden Fall großen Wert legen müssen, damit das Ganze so funktioniert, wie wir uns das hier vorstellen. So, auf jeden Fall spielen wir nicht auf dieser Geschwindigkeit. Ich stelle erstmal kurz auf 2. Wir müssen am Anfang halt doch einiges auch hier an Planung vornehmen, damit das Ganze funktioniert. So, plopp. Und jetzt können wir hier auch die Felder anlegen. Die Felder lege ich erstmal hier runter an. So, 50 an der Zahl, damit wir hier auch die maximale Möglichkeit haben. Machen wir hier. Ah, komm, mach zu. Jetzt fehlen noch 6 und die 6, glaube ich, passen dann hier hinten. Ah, da nicht. So, genau, erledigt. Okay, alles klar, das hätten wir. Jetzt sollen wir auf das Hilfesymbol drücken. Ja, schöne Hilfe. Die können wir offen lassen. Hier steht halt immer das, was wir auch bauen müssen als nächstes, damit wir weiterkommen. Wir werden natürlich einiges bauen und das auch recht schnell. Als allererstes brauchen wir hier einen Lumberjack. Das ist halt ganz klar, kennt ihr, für Holzfällerarbeiten wichtig. Dann brauchen wir hier einen Pfad, den baue ich auch. Würdest du mal bitte? Danke. Den baue ich auch direkt auf diese Art. Hier vorne wird dann bald noch ein weiteres Gebäude hingebaut, das ist ganz klar. Wir brauchen auch jetzt eine Erweiterung unseres Gebietes, müssen natürlich eigentlich auch Einwohner bauen, das ist ganz klar. Dann gehen wir auf den Wachturm, den Watchtower, den möchte ich einmal hier hinbauen. Werde dann direkt die Straße auswählen, das müssen wir aber immer von einer bestehenden Straße aus machen. Hier ist es relativ sinnvoll, wenn man kurze Stücke baut. Ich könnte das jetzt auch um einiges länger bauen, habe aber da eher so das Gefühl, dass das für mich zumindest nicht das ist, was ich mir vorstelle. So, dann wäre das auch in Auftrag. Weiter geht's. Und zwar brauchen wir jetzt gleich auch ein paar Wohnhäuser. Das hat aber noch ein wenig Zeit. Wir können nach hier unten expandieren, wäre eine Möglichkeit, aber ist auch, ist nicht das, was ich mir gerade wünsche. Was ich mir aber wünsche, ist, dass wir Häuschen bekommen. Und zwar hätte ich davon gerne ein paar mehr. So, dann war das mit Shift, ja genau, können wir dann mehrere davon bauen. Dann können wir das nochmal mit R drehen. Die werden jetzt die ganze Zeit rumheulen, dass wir zu wenig Nahrung haben. Aber da hilft nur eins, heul leise, Chantal. So, und dumm gebaut, aber geht auch so rum. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Brunnen, damit die Häuser mit Wasser versorgt werden, sonst machen die wieder rum, heule, heule, heule. Da ist er auch, den Brunnen kann ich jetzt an diese Stelle setzen. So, dann wird der auch gebaut. Wir werden natürlich für diese Anzahl an Häusern definitiv zu wenig Nahrung haben. Deswegen werden wir jetzt auch sehr zeitnah die zweite Schaffarm bauen. Die kann ich erstmal dahin bauen. Da muss aber jetzt nochmal eine neue Straße dann gebaut werden, weil so kann ich das dann doch nicht lassen. So, und von hier aus einmal darüber. Dann passt das auch. So, damit sind dann beide Schaffarmen angeschlossen. Die Expansion läuft weiter. Hier möchte ich dann auch ein weiteres Gebäude bauen, den nächsten Watchtower. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn richtig gesetzt habe. Kann sein, dass ich den nach unten hätte bauen müssen. Werden wir gleich sehen, ist aber dann ansonsten auch kein Problem. So, wieder nicht zu lang bauen. Gut, das ist jetzt eins länger. Mein Gott, ist halt so.
Weiter geht's. Wir brauchen jetzt als nächstes auch einen Workshop. Da können wir dann unsere Forschung betreiben. Das müsste unter Fabrik. Ne, da ist die Sägemühle. Die Sägemühle kann ich aber auch schon in Auftrag geben. Die werden wir zwar nicht verwenden können. Da achte ich darauf, dass wir direkt an so einem Eckpunkt landen. Deswegen baue ich die jetzt erstmal dahin. Dann werde ich... das war's nicht. Lager brauche ich erstmal nicht. Da ist es der Workshop. Den Workshop, den baue ich an diese Stelle. Ebenfalls direkt an so einen Abholpunkt, damit die Sachen hier ablagern, ohne dass die Straßen hier zu viel belaufen werden. So, auf jeden Fall sind diese zwei Sachen schon mal ganz gut in Auftrag. Hier wird rumgeheult, wir haben zu wenig Schärfe. Heuleise Chantal hatten wir schon mal. So, jetzt können wir nämlich hier schön drüber bauen. Das Holz, was wir jetzt an Fläche da verlieren, hört sich jetzt hart an, aber interessiert mich eigentlich gar nicht. Denn ich habe hier hinten nur gebaut, um den Platz überhaupt zu schaffen. So, mit zwei Schaffarmen sind wir schon am Limit, also das, was wir brauchen. Mehr brauchen wir da gar nicht. Von daher können wir sagen, die Ecke ist so gut wie fertig, aber nicht ganz fertig, ne? Ganz klar. Dann brauchen wir auf jeden Fall als nächstes hier vorne einen Steinbruch. Hier läuft es weiter. Wir müssen jetzt schauen, dass dieses Gebäude mit einer Prio hochgebaut wird. Und ich setze mal ganz kurz auf Spielgeschwindigkeit 4, damit das ein bisschen schneller geht. Wir haben natürlich zu wenig Holz. Das ist vollkommen klar für die große Anzahl an Gebäuden, die wir jetzt gerade bauen. Aber ich werde das nächste Holz hier in dieser Ecke bauen wollen. So, da kommt dann auch der Betreiber des Gebäudes. Die Kohle ist jetzt nicht ganz drin, das ist aber auch nicht weiter schlimm. Jetzt möchte ich nämlich hier vorne erstmal den nächsten Lumberjack bauen, damit wir hier auch eine gewisse Holzproduktion haben, den ich auch umgehend mit einer Straße anbinden möchte. So, jetzt ist er natürlich nicht so angeschlossen, wie ich das gerne hätte. Einmal so rüber. Und dann brauche ich hier vorne nochmal zusätzlich eine Straße. Und zwar so. Bei dem Watchtower, den wir jetzt bauen, ist das relativ egal, ob wir da an dem Punkt sind, weil das ist kein Gebäude, was kontinuierlich beliefert wird. Deswegen können... Was? Turnier to another building? Was? Ja, okay, alles klar. Dann bauen wir den einfach nach hier oben. Soll mir jetzt auch egal sein. Dann Straße, die kann... Ja, die wird natürlich jetzt richtig bescheiden geführt. Da machen wir uns jetzt mal nichts vor. Toll. Ey, das ist ja mal gerade ein bisschen mega dumm. Können wir die nicht festlegen, worüber die läuft? Weil ich wollte die jetzt hier hoch um die Ecke haben. Und jetzt haben wir die hier so beschissen dran liegen. Echt dämlich. Aber egal, geht gerade nicht anders. Von daher müssen wir das Ganze so handhaben. Wichtig ist für uns jetzt als nächstes, dass dieser Lumberjack fertig wird und der ist auch gerade fertig geworden, damit die Produktion von Holz hier auch schneller in der Lage ist, die Sachen zu versorgen. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Jetzt haben wir hier natürlich in der Sägemühle zu wenig Stein, wird aber oben abgebaut, weil ich möchte vermeiden, dass das Holz von hier bis nach hier hinten verfrachtet wird, da mir das dadurch einfach ein bisschen zu lange dauert. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal diese beiden Sachen fertig. Wir müssen jetzt in der Select Research. Wir fangen direkt mal an. Wir müssen Construction 1 erforschen. Das ist eine der Aufgaben. Dazu wählen wir das einfach aus und starten dann auch diese erste Forschung. Die kann dann hinten schon mal weiterarbeiten, ohne dass sie uns im Weg ist. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die nächsten zwei Workshops hier auch an der Stelle fertig bekommen. Das ist nun ein Gebäude, was fertig wurde. Und zwar dürfte das dann die Sägemühle sein. Wunderbar, damit ihr auch die Forschung hier nicht mehr unterbricht. Wie wir sehen, wir brauchen hier oben mehr Holz. Wir haben 0 von 10. Wird aber schon hergestellt, weil wir die Sägemühle relativ früh in Auftrag gegeben haben. Find Coal, find Iron. Kohle haben wir soeben erreicht. Und wenn dieser Watchtower fertig ist, haben wir hier oben das Eisen. Und wir müssen uns primär jetzt noch darum kümmern, dass hier die Forschung auch durchgeht. Da ist gerade nochmal ein Holzstück reingekommen. Die werden jetzt von der Sägemühle auch ganz gut angeliefert, von daher ist das vollkommen okay. Was wir jetzt schon machen können ist, was ihr ja wisst, wir müssen als allerletztes dieses Monument bauen. Dafür brauchen wir Construction 1, darauf forschen wir ja gerade. Tutorial geht weg, interessiert mich gerade nicht. Die Forschung könnte ein bisschen schneller gehen, aber ich würde sagen, das läuft ganz gut.
Ja, jeden Moment 43. Ja, jetzt sind wir bei 50%, also die Hälfte haben wir schon. Wie gesagt, es könnte meiner Meinung nach ein bisschen schneller gehen. Wir könnten sogar ein zweites Forschungsgebäude bauen, aber das soll uns jetzt erstmal hier nicht weiter stören. Hier oben steht unser Energieverbrauch bei 63 Auslastung. Ja, ist alles okay. Ich möchte da jetzt auch gar nicht weiterbauen. Wir haben hier unten, was wir sehen, gerade sehr wenig Energiezellen. Daran hapert es dann auch ein bisschen. Wir können kurz gucken, aber unseren Gebäuden, ja, die sind nur am Schlafen. Irgendwie haben die nicht viel Bock, was zu tun. Haben aber Nahrung und Wasser eigentlich ausreichend vorhanden, sodass sie es könnten, wenn sie es denn wollten. Das wird schon. Da mache ich mir jetzt gerade gar keinen Stress. Die machen ja auch pro Tag, können sie eine Energiezelle erschaffen. Das funktioniert schon alles. Workshop available. Ich habe was? Ich kann die nächste Forschung starten. Wie gesagt, ich möchte jetzt auf Construction 1 als allererstes setzen. Jetzt starten wir schon mal direkt die nächste. Ist jetzt ja ein bisschen doof, dass wir hier ein wenig warten müssen. Können wir aber jetzt gerade auch nicht ändern. Eine Alternative hierzu gibt es nicht. Was wir aber als Alternative machen könnten, weil wir jetzt schon hier ein bisschen Probleme haben, genug Holz zu bekommen, da wir eh gerade nichts Besseres zu tun haben. Wo war das? Ne, da war das nicht. Ist da runter? Ah, hier. Ne, ein Förster. Den können wir hier mal ganz kurz aufbauen lassen. Holz ist ja nicht das, was wir gerade als Problem haben. Hier sehen wir auch, dass wir genug Planken liegen haben für unsere Forschung. Die ist gerade bei 100% angekommen. Select Research. Wir gehen direkt in die Construction rein, starten das Ganze. Und dann ist auch gut an dieser Stelle. So, was wir jetzt als nächstes schon mal machen können. Parallel wählen wir jetzt aus den nächsten Steinbruch. Den drehen wir dann auch mal kurz um. Setzen wir den direkt mal daran. Da müssen wir dann nur aufpassen, weil er gerne auch mal die falschen Sachen herstellt, zumindest was den Anfang angeht. Hier dürfen wir dann auswählen, wo er überall Holz pflanzen darf. Natürlich hier in der Nähe, da wo der Förster auch sich befindet. Dann haben wir hier nämlich auch ein bisschen mehr Holz. Jetzt haben wir hier unten natürlich gar kein Holz mehr. Das heißt, dieser Förster läuft auch bis nach da ganz oben, braucht ewig, um Holz ranzukriegen. Macht euch dabei erstmal gar keinen Stress, auf der Karte ist das nicht gerade groß das Problem. So, was wir hier sehen, wir haben auf jeden Fall eigentlich genug Waren da, sodass er auch sehr zügig durchforschen kann. Genau das, was wir uns hier auch vorstellen. Auf jeden Fall sind wir gleich fertig. Hier fehlen nur noch drei, da fehlen noch drei Energiezellen, haben wir schon genug drin. Die Steine werden natürlich von hier geliefert und von dem Holzfäller, der ist hier drüben. So weit ist der Weg nicht. Deswegen funktioniert das, wie ihr seht. Wir haben hier auch gar keinen Stau, weil wir das alles ein bisschen so unterteilt haben. Woher die Nahrung kommt und wohin die Nahrung kommt. Okay, Construction kann jetzt geforscht werden. Dann kurz auf Research. Oh, wir haben Construction sogar geforscht. Das trifft sich ja gut. Dann können wir jetzt ja die Gebäude upgraden. Hier können wir noch auf Mining gehen und können schon mal Mining auswählen. Damit er schon mal mit dem ersten Mining anfängt, dann ist diese Aufgabe nämlich auch erledigt. Und was wir jetzt als nächstes brauchen, sind dann neue Gebäude. So, das nervt mich jetzt erstmal eine halbe Ewigkeit. Und zwar brauchen wir jetzt einmal hier so einen Blödsinn. Ja, mit Blödsinn finde ich am ehesten meine Antworten, das, was ich suche. Was wir jetzt hier dann auch brauchen, wenn das Gebäude gleich fertig gebaut worden ist. Oder kann ich das jetzt schon? Oh, ich kann das sogar jetzt schon bauen. Wunderbar. Da brauchen wir am besten dann 10 Stück von. Die können auch ein bisschen weiter weg sein. Das ist so überhaupt nicht das Problem. Sollte natürlich, je kürzer der Weg sein, ist, besser sein, weil dann die Wege schneller funktionieren. Was wir jetzt hier noch brauchen, ist einmal diese Presse. Die möchte ich dann an diese Stelle bauen und werde das Ganze dann mit einer Straße noch verbinden, die ich dann hier rüber baue und dann ist das soweit auch erledigt. Weiter geht es natürlich, indem wir jetzt die Gebäude aufwerten. Das machen wir als allererstes an dieser Stelle. Da können wir dann einmal hier auswählen und sagen, okay, wir haben noch Mining 1 nicht erforscht, müsste aber eigentlich jeden Moment durch sein, oder? Okay, da fehlt noch ein bisschen Holz. Warum fehlt da Holz? Wird aber gerade rüber geliefert aus der Sägemühle. 2 pro Tag schaffen sie. Sollte also dann doch gleich erledigt sein. Komm, mach mal bitte fertig.
Oh, jetzt, okay, das wird jetzt natürlich, deswegen fehlt uns das Holz, weil die jetzt erstmal unten hier die zwei Gebäude bauen. Kann ich aber ehrlich gesagt auch doch mit leben. Das möchte ich dann jetzt auch einmal aufwerten. Dafür brauchen wir dann zusätzlich nochmal 5 Holzplanken. Start Upgrading. Ich werde 2 in diesem, auf dieser Karte aufwerten. Dann kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, wenn die 4 Gebäude insgesamt gebaut sind, ist die Sache für mich komplett erledigt hier unten in der Ecke. Wir könnten, hätten, was heißt wir könnten, wir hätten auch eine zweite Sägemühle bauen können, damit wäre der Prozess der Holzproduktion noch ein bisschen schneller gewesen. Ist allerdings wiederum nicht so wichtig für uns. Wir können das auf jeden Fall so noch locker in Time schaffen. Wir sind im 4. Monat. Ich erwarte, dass wir im 5. ungefähr auch dann das Level schon beendet haben. Hier ist ein bisschen Rumgeheule gewesen. Wir haben hier zu wenig Holz. Ne, eigentlich nicht. Wir sind hier bei 50%. Was sagen die zwei Gebäude? Gut, der eine braucht Stein, der kommt von hier oben. Und der andere braucht Holz, was wiederum von hinten kommt. Gut, jetzt wird hier auch Holz benötigt. Sind halt noch 9 Stück, also sage ich mal so 4 Tage ungefähr. Steine sind hier genug geliefert worden. Hier fehlen nur noch 2 Steine, kommen aber, glaube ich, beide sogar schon. Da mache ich mir jetzt erstmal nicht so den Kopf drum. So, ich könnte natürlich die Priorisierung hier auf den Workshop setzen, damit die Forschung schneller durchkommt. Muss euch aber auch ganz ehrlich sagen, im Endeffekt bringt uns das überhaupt nichts, wenn die Forschung schneller ist, denn wir brauchen unten die Häuser für die neuen Energiezellen, um die Stufe 2 dann auch bedienen zu können. Das wird noch ein wenig dauern. Aber trotzdem geht es hier weiter. Ich sehe, dass wir hier immer noch keine einzige Planke angeliefert haben. Wobei da kommen schon 2 und die müssten auch in das Gebäude reingehen, oder? Nee, tun sie nicht. Die gehen auch in das andere Gebäude. Das erinnert mich alles so ein bisschen an die Siedler 1 und 2, wo man auch diese Wege hatte und das Ganze ein bisschen koordinieren sollte. Gut. Okay, er wird da oben auch doch beliefert. Würdet ihr dann mal bitte das Holz langsam hier ranbringen? Wo ist denn das? Bringen die das jetzt gerade alles da oben rein? Brauche ich doch eine zweite Sägemühle? Okay, ich sag mal so, spätestens wenn die Forschung durch ist, haben die eh keinen anderen Abnehmer mehr für das Holz und von daher sollte das dann spätestens eh erledigt sein. Ist schade, dass wir hier so ein bisschen warten müssen, aber viele Möglichkeiten, was anderes hier zu tun, haben wir aktuell eh nicht. Dann sollen sie das einfach mal kurz erledigen. So, hier fehlt nur noch eine Holzplanke. Ich denke auch, dass die als nächstes geliefert wird. Und dann fehlen hier noch 5 insgesamt. Macht ihr mal bitte fertig. Ja, da ist die letzte. Das erste Gebäude ist somit auch erledigt. Alles klar. Das finde ich gut. Dann können wir jetzt das nächste Gebäude in Auftrag geben. Ihr werdet euch jetzt wundern, was ich als nächstes in Auftrag gebe. Und zwar nehme ich jetzt das Small Monument. Das, was wir brauchen, um die Karte am Ende auch abzuschließen. So, das haben wir jetzt hier schon mal in Auftrag gegeben, so dass sie in der Lage sein können, hier auch die ersten Sachen dann hinzuliefern, sofern wir sie dann auch abbauen. Dann muss ich eben mal dieses Gebäude auch upgraden. Das. Hat er das jetzt drin? Ich habe jetzt nicht, aber ab. Ist das jetzt im Upgraden? Ich will es ja nicht priorisieren. Es soll ja nur abgegradet werden. Wundert mich gerade. Ich dachte eigentlich, dass ich das noch auswählen müsste, aber scheinbar habe ich das getan. Okay. Ah, nein, ging nicht. Jetzt geht's. Start Upgrade. So. Dumm. Die Forschung war ja gar nicht durch. Dann brauchen wir hier. Ja, geh mir doch nicht auf die Nerven. Bauen wir eine Mine mit einem Minenschacht. Die kann ich nicht bauen, weil. Moment. Ah! Weil ich falsch gedacht habe. So, das hätten wir. Und dann brauchen wir eine Fabrik. Und zwar brauchen wir einmal hier diesen Ofen, damit das ganze Ding geschmolzen werden kann. Und dann brauchen wir eine Schmiede, damit das auch richtig funktioniert. Das heißt, wir fangen jetzt an, die Straße zu bauen. Einmal so. Und von hier aus haben wir jetzt schon wieder so ein. Ka Ah, Mann! Wie mir das auf die Nerven geht. Okay, dann machen wir das andersrum. Dann bauen wir die nämlich nochmal von. Ey, Leute, ist das euer Ernst? Das ist doch. Ah, Mann. Das sieht total doof aus jetzt. Aber okay, ich hätte das auch mit einem Weg verbinden können, ne? Sind wir mal ehrlich, war von mir jetzt auch ein bisschen dumm gedacht gerade.
Auf jeden Fall sind das jetzt die letzten Gebäude und wir könnten an der Stelle uns eigentlich schon fast zurücklegen und sagen, hey, das wird jetzt automatisch fertig. So, das wird auf jeden Fall. Noch 6 Holzplanken fehlen uns hier. Da unten dürfte uns nur noch eine fehlen, wenn ich das richtig sehe. Ja, tut es auch. Das Gebäude ist halt das, was uns gerade am meisten ausbremst. Wir sollen den Workshop noch upgraden. Werden wir dann auch jetzt machen. Wir haben ja eh gerade nichts Besseres zu tun. Also Start Upgrade und let's go. So. Wie gesagt, ich wünsche mir, dass die Sachen jetzt auch schnell fertig gebaut werden. Hier werden aber auch schön die Steine auch hochgeliefert. Ding ist halt einfach, wir haben nicht mehr so viel Stein hier unten und der hat einen recht weiten Weg aktuell. So, da fehlen halt 8 Planken. Also Holzplanken brauchen wir echt eine ganze Masse. Aktuell wäre also doch sinnvoll, wenn ihr es nachbaut, dass ihr da halt eine zweite Sägemühle baut, damit das ein bisschen schneller geht. So kann man noch eine ganze Weile rausholen. Wir sind im 5. Monat. Man sieht aber schon, dass wir... was? Mist. Moment. Halt. Ich habe Kacke gebaut. Und zwar brauche ich jetzt ganz dringend mit einer sehr hohen Prio diesen Turm. Damit wir oben das... Holz noch frei kriegen. Ich habe auf jeden Fall gerade Pause gedrückt. Und dann anschließen. So, und dieser hat mit einer Top-Prio jetzt zu arbeiten. Gut, er braucht aber auch... Ja, er scheint echt nur... Ja, nur Loks zu brauchen. Also von daher alles easy. Wofür mache ich mir eigentlich den Stress? So, Holz haben wir ja auf jeden Fall mehr als genug aktuell. Das wird auch relativ zügig geliefert, wenn ich das hier so richtig sehe. Gut, da kommen halt auch ein paar Steine durch. Ja, wir haben noch 18 Steine, leise Chantal. Wird sich jetzt jeden Moment ändern, dann haben wir das nämlich auch wieder unter Kontrolle. Also, für euch wichtig, schaut, dass ihr diesen Steinbruch da oben noch mitnehmt. Ansonsten... hätten wir hier eh nicht mehr so viel Platz, wobei wir hätten nach hier unten noch ein ganz schönes Stück expandieren können und da sind noch garantiert noch mehr Steine und so. Das verschwindet jetzt gleich. Hauptsächlich ist es wirklich das Holz, was uns hier gerade fehlt. So, und damit sollte dann auch unser Steinproblem gelöst sein, bis wir die Karte beenden können. So, hier fehlt natürlich jetzt Eisen. Eisen wird hier oben gebaut. Dass wir aber in der Sägemühle so unglaublich langsam sind, nervt mich gerade doch immens. Das heißt, ich möchte... Warum brauchen wir eigentlich so viel Holz? Arbeitet die etwa nicht richtig? Doch, eigentlich schon. Okay, sie hat gerade ein bisschen zu wenig Holzloks da. Ja, doch, eigentlich funktioniert's. Eigentlich funktioniert's alles. So, das kann jetzt, muss ich nicht mehr auf Prio stehen. Okay, das, die sind die Gebäude am Bauen. Alles klar, passt. Ja, hier werden natürlich auch Holzplanken nebenbei noch angeliefert. Was die Sache nicht unbedingt einfacher macht. Gut. Aber man sieht, dass es doch wirklich in jede Richtung weitergeht gerade. Gut, ich sehe gerade oder stelle gerade fest, das Ding hätten wir überhaupt nicht bauen müssen. Weil wir die Tools überhaupt nicht brauchen. Okay, also wisst ihr ganz genau, die Schmiede können da weglassen. Reicht also, wenn ihr den Ofen baut. Können wir die irgendwie pausieren? Da war doch hier, warte mal, idle. Ach nee, es ist idle. Okay, ich habe die Produktion direkt mal gestoppt gerade. Nicht, dass die uns jetzt hier das Eisen verbrauchen. Jetzt ist das Gebäude auch noch fertig. Hier müssen wir mal ganz kurz gucken. Da fehlen nur noch 4 Holzplanken. Die sollten wir jetzt aber auch gerade geliefert bekommen. Eine ist da. Da kommt schon wieder eine. Jetzt fehlen noch 2.
Und dann die letzte. Ist sie schon auf dem Weg? Ich sehe sie gerade nicht. Doch, da kommt sie. Das dürfte sie sein. So, die andere Residenz unten ist auch fertig geworden. Somit fehlt jetzt nur noch im Upgrade dieser Steinbruch. Da fehlen noch 6 Holzplanken. Und dann fehlt uns auch nur noch der Workshop. Problem halt ein bisschen jetzt ist, dass hier dieser Steinbruch... Doch, der hat Steine da liegen. Ich dachte, dass er zu weit laufen muss, um Stein zu organisieren. Eigentlich sollte dieser hier auch jetzt... Gehört er hier hin? Ja. So, jetzt kriegen wir nämlich den Stein auch von hier. Der wird jetzt auch gerade fertig gebaut, weil es der letzte ist, den wir noch brauchen. Da kommt das erste Holz an. So, 3 Stücke noch. Da kommt das nächste, damit fehlen noch 2. Wenn man das Gebäude angeklickt hat und ihr seht diese grünen Kreise, wisst ihr auch ganz genau, dass das da zugeliefert wird. Und alle Leute, die dann irgendwie Stein transportieren oder Holz, was nicht dahin geht, die werden auch nicht markiert. So, dann kann man ungefähr sehen. Und hier steht halt auch, wie viele gerade angeliefert werden. Das steht dann hier in dem grünen Kreis drin. Jetzt steht halt hier, aktuell wird nicht angeliefert. Da ist das letzte und damit ist dieser Steinbruch dann auch fertig. Wie ihr seht, es fehlt überall nur noch Kohle. Wenn das Gebäude jetzt fertig ist, und das ist es gerade geworden, können wir in den Einstellungen eben sagen, Change Resource, du sollst mir jetzt Kohle besorgen. Also Full Out. Ja, er kann das jetzt gerade nicht machen, weil er zu viel Stein hier liegen hat. Aber, ja, er ist auf Kohle. Wir müssen also erst anfangen, eine Möglichkeit finden, hier die Steine loszuwerden. Was eigentlich über dieses Monument dann möglich sein sollte. Ich frage mich nur gerade, warum wird der Stein nicht von hier aus geliefert? So rum. Ja, dass die Mine hoch ist, das ist mir egal. Ich wünschte mir einfach, dass sie die Steine jetzt von da aus anliefern, aber es kann gut sein, dass wir erstmal hier Eisen brauchen, wobei wir das Eisen gerade nicht kriegen werden. Ups, das ist schlecht. Das heißt, wir müssen jetzt doch mal gerade umplanen. Wenn ihr das jetzt doch genauso gebaut habt wie ich, habt ihr jetzt nämlich gleich gerade auch ein kleines Problem. Wir werden jetzt einfach mal hier ganz kurz einen Warenlager bauen. Einmal R. Da werden nämlich dann auch Steine benötigt. Wieso kriege ich das da nicht hin? Was ist da los? Can't buy it, Road Layer? Technology not researched. Ist okay. Dann ist das auch nicht das Gebäude, was ich suche. Ja, ich bin auch ziemlich blöde. So. Und dann geht das mit der Kohleproduktion los. Wunderbar. So. Problem gelöst. Ich frage mich nur, ob man irgendwie sagen kann, dass er priorisiert von diesem Steinbruch hier erstmal abbauen sollte. Oder ob das anders geht. Auf jeden Fall funktioniert das Ganze jetzt. So, das Monument wird gebaut. Da wird die erste Planke angeliefert, wie wir gerade sehen können. Da wir jetzt auch eigentlich alles soweit in Auftrag haben. Ich bin sicher, wir schaffen das. Ich frage mich nur trotzdem, ganz ehrlich, das ist kein Scherz, warum liefern die so langsam den Stein an? Ist das so, dass sie den Stein als letztes brauchen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt gleich die Planken schon mal fertig. Das Eisen, wie gesagt, die Produktion, ihr seht selber, die läuft ziemlich gut. Und jetzt fangen sie auch, glaube ich, an, von hier unten den Stein zu liefern. Ja, jetzt wird der Stein von unten geliefert. Scheint irgendwie immer so ein Wechsel zu sein, mal das, ne? Dass sie nicht einfach alles anliefern können, permanent. Aber es wird weiterhin Stein geliefert. So, der muss natürlich jetzt unglaublich weit laufen, aber andererseits hat er da auch 8 Steine liegen, jetzt hat er da noch 6 liegen. Er kommt hinterher, noch ein bisschen Stein ist ja da, danach ist der Weg halt ziemlich lang zu dem nächsten Steinbruch, dann ist das halt so. Ich denke auch, wenn wir jetzt gleich das Eisen voll haben, wäre es sinnvoll, den hier auch nochmal auf Stein umzusetzen. Das können wir ja dann relativ einfach machen. Aber ich möchte erst warten, dass wir die Eisensachen bei 20 sind. 8 Steine fehlen noch, wir haben hier liegen... Noch ein Stein, 3 werden geliefert. Wir haben eh genug Stein gerade. So, 14, 15, 2 werden geliefert, sind 17. Jetzt ist er ein bisschen idel.
Heißt also, wir haben doch zu wenig Stein, weil er keine mehr findet. Wir werden es also doch wechseln müssen. Andererseits, was? Jetzt wird erst kein Stein mehr geliefert. Uns fehlt ein Stein. Ist das really euer Ernst? Okay, alles klar. Dann changen wir mal ganz kurz die Resource auf Stein. Dann soll er sich hier noch einen Stein holen. So, und da hat er, glaube ich, sein Steinchen, das letzte, was uns da fehlte. Und wir können den wieder zurück auf Kohle setzen. Wobei ich glaube sogar, dass wir da die anderen Sachen fertig haben. Und da sind wir fertig. 100% Ziel erreicht. Mission complete. Woher auch immer den Stein jetzt hatte. Ich hoffe, dass ihr das einfach so nachbauen könnt, das Ganze funktioniert und ihr dann einen Einblick bekommt, wie ihr das Level in Gold abschließt. Und wir werden uns hoffentlich wiedersehen beim nächsten Level, wenn es wieder heißt, wir müssen The Colonist auf Gold spielen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, wünsche einen schönen Tag und alles Gute.